Videospiele enden, die fast niemand gesehen hat. Zuerst fangen wir mit Flappy Bird an. Dieses Spiel wurde in nur 2 Tagen von einem Vietnamesen gemacht. Und ihr alle wisst, wie unmöglich dieses Spiel damals war, aber eine Person hat es tatsächlich geschafft, dieses Spiel bis zum Ende zu spielen. Und am Ende von diesem Spiel bei 999 Punkten trifft der Vogel einfach auf Mario und wird dann abgeschossen. Digga, was? Gehen wir weiter zu einem Spiel, das jeder kennt, und zwar Pac-Man. Dieses Spiel wurde im Jahre 1980 von Namco gemacht. Nachdem du ein paar Level gespielt hast, merkst du, es wird immer schwieriger und schwieriger und es ist eigentlich unmöglich, ein Ende von Pac-Man zu sehen. Und selbst der Entwickler sagt, es gibt kein Ende bei diesem Spiel. Aber manche Spieler ließen nicht locker und haben gezockt, 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 bis sie irgendwann an ein Ende gekommen sind. Und zwar an einen Bug, wo nicht mal die Developer wussten, dass es diesen Bug gibt. Es ist nur noch der halbe Bildschirm da, rechts irgendwie steht ein komischer Code, keine Ahnung, was abgeht, aber jemand hat es tatsächlich geschafft, das Spiel bis zum Ende zu spielen und das Spiel fängt einfach wieder von vorne an, Alter. Lass ein Abo da, wenn das schwach ist, Alter. Oh mein Gott.